2018 war ja kulinarisch ein Hammer, ja? Und ich habe mir mein persönliches All-Star-Team aus den besten Köchen national und international zusammengesammelt. Da sind Leute dabei wie Claire Smith, Massimo Bottura, Kevin Fehling und viele, viele mehr. Meine absoluten Favoriten sind allerdings die Zwillinge Syring mit ihrem Restaurant Syring in Bangkok. Euch ist sicher schon aufgefallen, dass im deutschsprachigen Bereich an jeder zweiten Ecke ein Asiat aufmacht, einen Sushi-Laden aufsperrt. Und die Gebrüder Syring haben das Ganze eigentlich umgedreht und haben ihren Laden mit deutscher Küche in Bangkok aufgemacht. Dort darf man sich das so vorstellen, mitten in der thailändischen Hauptstadt haben die ihr Haus im asiatischen grünen Dickicht reingebaut und dort servieren sie von Obatster zu Currywurst zu Frankfurter grünen Soße. Das Ganze kommt mittlerweile in Asien so gut an, dass sie auf den Asia's 50 Best Restaurants auf Platz 4 rangieren und dieses Jahr das absolute Highlight, den zweiten Michelin-Stern verliehen bekommen haben. Unser Beispiel für eines ihrer sensationellsten Foods ist die Eisbeinsülze. In Österreich würden wir das Ganze als Stelze oder gute Stölzen bezeichnen. Eisbein hat sicher schon jeder mal gegessen. Die Syrings haben das Ganze in einem Gelee verpackt. Das gibt dem Ganzen eine ganz eigene Konsistenz und ein ultimatives Geschmackserlebnis. Neben diesem fantastischen Food findet ihr noch 11 weitere in unserem neuen Rolling Pin. Und für weitere Stories klickt ihr hier oder hier.